Dann gehen wir halt mal an das Fenster, ob das einen Unterschied macht. Hallo? Willen. Na gut, dann gucken wir jetzt mal hier raus. Hier hat es ja vorhin auch gedingst, wo ich eingesperrt war. Na gut, dann eben nicht. Aber das Telefon hat vorhin ohne geklingelt. Mysteriös. Mysteriös. Nun gut, dann gehen wir jetzt mal hier rein. Übrigens, ne, die Türklinken, die sehen leicht aus wie das Ding, was ich oben im Schrank habe. Oder? Nee? Boop, boop. Boop, boop, boop. Bam, bam. Bam, bam. Bäm, bäm, bäm. Huch. Hä? Was war denn das? Mensch, ich erkenne das immer nie. Ich hab jetzt nichts erkannt, ne? Ich habe einfach was weiß und dann. Warte mal, das mache ich gerne an. Okay, so, wir gehen jetzt nicht mehr an die Tür. Oh. Ich mache die Musik an und habe Angst. Ja, geh mir doch nicht alles auf den Sack. Nee, ich habe irgendwie Angst, dass es gleich richtig radern wird. Ich habe übrigens noch Kaffee. Ich trinke kalten Kaffee. Ich trinke eigentlich gerne kalten Kaffee. Kann man trinken. So, wir können ja hier oben mal stehen bleiben. Hoch. Mein Gott. Oh mein Gott, habt ihr denn geschrieben? Ich hab den Ding gesehen. Ja, ich hab den gesehen, aber das ist ja so eklig. Ich bin da wie gefunden. Ah! Oh mein Gott. Das ist ja eklig gewesen. Na? Boah, das war gerade echt böse, ne? Ich guck da hin und auf einmal geht's. Hihi. Das Haus ist zum Glück nicht so groß, dass ich die Orientierung verliere. Ich bin aus dem Spiel geflogen. Warte mal. Nee, ich bin nicht aus dem Spiel geflogen, aber ich bin auf einmal, wo ich nach links oder nach rechts, naja, nach links, nach rechts, mein Gott, nach rechts gefahren bin mit der Maus, war ich auf meinem zweiten Bildschirm und dann war ich auf einmal draußen, aber hier läuft eigentlich noch alles, oder? Warte mal ganz kurz. Oh, das fällt gar nicht so auf. So, hi. Ich muss immer bei mir, bei meinem zweiten Bildschirm, habe ich die ganzen Programme im Hintergrund laufen, sodass ich immer kontrollieren kann, dass auch alles läuft. Das Gequatsche wird aufgenommen, so wird alles aufgenommen, perfekt.
Und der muckt auch gar nicht rum. Okay, jetzt habe ich die Stimmung total zerstört. Tut mir leid. Okay, so nicht. So, gehen wir nochmal zum Henry rüber. Und wir gehen erstmal hier rein. Oh Gott, geht's dir gut, kleiner Mann? Irgendwie hat das Lied was, ne? Kann man schön dancen. Henry, alles gut? Oh Gott, Henry tanzt mit. Henry, ich lasse bei dir die Fenster zu. Bei dir kommt ja keiner rein. Tja. Es gibt halt echt kranke Schweine auf dieser Welt. Es ist halt echt sehr, sehr traurig. Und die finden halt teilweise echt andere Mittel und Wege, um halt Kinder, ne? Das ist halt einfach echt so schlimm. Schlimm, ne? Mit IE. Nee, es ist schon wirklich schlimm und ja, pff. Das Schlimme an der ganzen Kacke ist halt, man kann halt nichts tun als Eltern tatsächlich. Ne? Man kann zwar den Kindern das lernen und beibringen, bla bla bla, aber pff. Wir müssen ihnen bloß sagen, oh, ich fahr zu deinen Eltern ins Krankenhaus oder sowas, ne? Oder schnell, komm mit, deine Mama ist was passiert und zack, springen sie mit. Deswegen finde ich das auf einer Seite nicht schlimm, wenn schon Kinder mit jungen Jahren oder mit relativ jungen Jahren, ich meine gut, mit 5 noch nie, aber ne, so 5. Klasse oder selbst 3., 4. Klasse ein Handy haben, um einfach kurz zu simsen. Ich bin da oder ich bin in der Schule oder im Kindergarten oder, ja gut, Kindergarten nie, aber in der Schule halt, ne? Ich bin in der Schule angekommen oder einfach so kleine Nachrichten, wo die Eltern wissen, okay, dem Kind geht's gut. Oder halt anrufen, wenn sie Angst haben, ne? Gerade wenn die heimlaufen. Dass sie da halt dann die Eltern oder je nachdem anrufen können, um zu sagen, ja, keine Ahnung, ich habe gerade Angst beim Heimlaufen oder so, ne? Sowas halt, ne? Finde ich eigentlich gar nicht schlimm. Und wenn einer sagt, hier, ich bin mit einem, ich fahre jetzt mit dir ins Krankenhaus zu deiner Mutter oder so, dass man dann sagt, nee, das stimmt, ne? Aber gut, ja, Kinder, das ist halt. Halt bescheiden, dass die. Ja, die sehen halt, nee. Die sehen halt das Gute noch in den Menschen, ne? Piep, piep, piep. Mist. So. Ich habe Angst, dass der Boy hier drin ist. Aber der wird nicht hier drin sein, oder? Kann er ja gar nicht. Obwohl, das kann er doch, weil er einen Schlüssel hat. Hallo Henry, geht's dir gut? Hast du mal kurz gelüftet, Henry? Das fandst du auch nochmal schnell.
schon wieder ein Fenster auf, oder? Oh Gott. Jetzt geht das Gewitter los. Leute. Ja, alles klar. Alles klar. Yep. Nightfall. Wir haben jetzt ein Game bekommen, Nightfall. Oh, jetzt bin ich erschrocken. Sinami hat jetzt was geknackt. Das ist halt echt nicht geil, ne, bei Horrorspielen. Wenn es im Hintergrund knackst. Okay, so, wir gucken trotzdem jetzt nochmal. Achso, ich muss F1 drücken. Naja, aber... Ich möchte hier... Hey, ich komm gar nicht mehr weg hier. Weg! So möchte ich nicht spielen. Oder muss ich so spielen? Oh Gott, muss ich so spielen? Oh nein, ich möchte nicht so spielen. Das ist bestimmt so ein Gag, oder? Den man machen kann, aber nicht muss. Wir müssen es bestimmt tun. Wir müssen es bestimmt tun. Oder? Na gut. Dann müssen wir es halt spielen. Benutzt sie von Stern und wir schön, schön, so wie wir verlassen. Wir müssen zu Henry. Hallo, Henry. Hä? Ja, aber hä, wieso habe ich ihn jetzt verloren? Wieso hat denn das Spiel jetzt beendet? Press Button to start. So. Mit den Pfeiltasten kannst du... Ernsthaft. Ernsthaft. Hoffe ich nicht. Hoffe ich nicht, weil es funktioniert nicht. Press Button to start. So, drücke mit den Pfeiltasten. So, aber... Ach, da kann ich mich vielleicht bloß hier drinnen bewegen. Na gut, okay, dann... Weil man sieht ja auch null, ne? Okay, es ist vorbei. Ich schaff das nicht. Immer. Drück E. Oh, wird schon hinhauen. So. Nichtsdestotrotz weiß ich nicht, wohin wir müssen. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, ob das Pflicht ist, das Spiel zu spielen, um da irgendwie was rauszufinden. Aber irgendwie, aber was halt komisch ist, die Küche war vorbei, hinten war vorbei. Warte mal, ich probiere nochmal was. So, zum Henry sind wir ja gekommen. Safe.
Nö. Was ist denn hier hinten eigentlich? Ist auch nichts. Ja, dann bleibt's, oder? Würde ich sagen. Keine Ahnung. Wir müssen unten was mit dem Game machen. Definitiv. Deswegen ramme ich jetzt wieder nach unten. Wir haben es ja nicht umsonst gefunden. Aber ich weiß nicht was. Komme ich nach draußen damit? Ne, und das ist ja schon zu Ende. Wisst ihr? Selbst wenn ich mich spute. Komisch. Wonach geht denn das? Wonach geht das? Ich raff's nicht. Einen Zettel und so. Warte mal, wir nehmen das mal ganz kurz, dann tun wir das mal rein. Das können wir ja und das. Ja, okay, nee, das. Irgendwas müssen wir ja tun. Ich weiß halt nie, ob wir irgendwo hinrennen müssen. Das ist einfach so. Weil hier ist. Ich verstehe halt echt gerade so den Zusammenhang nicht. Aber da mache ich mich natürlich gerade hier völlig zum Horst. Und man muss damit gar nichts tun. Och, nö. Och, das ist echt scheiße, dass man die Türen hier nicht schließen kann und von alleine geht die Uni zu. Oh. Na gut, nee, da mache ich jetzt erstmal eine Aufnahmepause. Bevor ich mich jetzt hier innen rumirre und. Ich habe jetzt echt eine Weile aufgenommen. Ich habe jetzt ein paar Folgen. Erstmal, ja, was soll ich zu den Night Fall sagen? Klasse Game. Eben der Grusel, ja, der Gruselpegel ist auf jeden Fall ganz oben. Ja, dummes Wort, ich weiß, ich wollte jetzt eigentlich ein anderes sagen. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr großes Kino tatsächlich. Ich bin überrascht tatsächlich, oder was heißt überrascht? Es ist wirklich cool geworden bis jetzt. Es macht wirklich sehr, sehr Spaß. Die Angst ist da. Die kurzen Schrecker sind auch echt sensationell. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich werde jetzt noch keine Meinung bilden. Es kann sich natürlich alles noch komplett ändern. Deswegen werde ich jetzt noch nichts sagen. Bis jetzt finde ich wirklich klasse Game. Und ich hoffe, es gefällt euch. Und ich hoffe, ihr gruselt euch mit. Und ja. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn es heißt Hallo und ein herzliches Willkommen zu The Nightfall. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Oh Gott. Ja, ich komme nicht raus, Mensch. Das ist einfach so scheiße. Mann, warum kann ich die Türen hier nicht schließen? Das ist echt ein bisschen blöd. Ihr müsst davon ausgehen, dass es sowas, so jemand wie ich spiele. Das ist halt einfach das Problem. So, in diesem Sinne bedanke ich mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen, fürs mit dabei sein und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann in einer neuen Folge wieder. In diesem Sinne, haut rein, macht's gut. Tschüss! Oh scheiße, die Aufnahme geht nicht aus. Oh, die geht nicht aus, Mutti! Mutti! Die Aufnahme geht nicht aus. So, wir müssen mal auf Beenden drücken.
Macht's gut.